Ja, sollte es hier noch ein bisschen länger dauern, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir dieses Projekt nicht mit 8 Parts zu Ende kriegen werden. Ja, wäre wünschenswert, aber warum? Warum nicht es? Wir brauchen noch 10 Jahre, allein für dieses Level. Yeah, willkommen zurück zu Crash Fusion. Ah, das tollste Spiel. Beim tollsten Minispiel meine ich. Ich meine, gut, das tollste Spiel ist es jetzt auch nicht unbedingt, aber... ja. Wenn man mir jetzt hier plötzlich die Laune verderben will, beziehungsweise ich bin ja selbst schuld. Das ist der Witz. Ah, wir wären einmal kurz vorm Ziel gewesen, wisst ihr, und dann passieren solche dummen Sachen, wie zum Beispiel, du rennst in eine Nitro-Kiste, du rennst in einen Elektrozaun oder was weiß ich. Haben wir alles schon erlebt. Echos wirken dramatischer. Deswegen, muss ich das, was ich sage, immer 10-mal sagen. Das wirkt auch professionell. Man merkt auch gar nicht, dass ich dann überhaupt keine Ahnung habe, worüber ich jetzt reden könnte. Unter Umständen. Ja, das... Ne, das nimmt jeder so hin. Ey, du redest über irgendeinen Stuss. Wir wissen zwar nicht worüber, ist uns auch egal, aber ey, wir hören dir zu. Ja, komm. Red nochmal irgendwas. Mach nochmal einen Rage-Quit, wie im letzten Part. Ja, würde jetzt aber voraussetzen, dass ich jetzt nochmal 15 Minuten hier dran sitze und das ist nicht meine Intention. Well, Higgebeier ist so. Na, 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 na. Warum macht er denn das schon wieder? Und das ist die leichte Version. Also, na gut, das... nicht, dass es hier eine schwere... Gibt's eine schwere... Es gibt doch keine schwere Version davon, oder? Ich meine, bei Spyro hat man ja die Möglichkeit nochmal gehabt, im Minispielmodus nochmal zwischen leicht, mittel und schwer auszuwählen, ne? Nicht, dass es das hier auch gibt. Oh komm, stirb. Ich will mich beeilen. Wir machen jetzt mal alles sehr, sehr chillig. Wir springen, wir rasen, nur dann, wenn es nötig ist. Chillig. Ja. Ich bin gespannt, wie Pola in der Remaster-Serie aussehen wird. Wahrscheinlich wird er auch... Der wird wahrscheinlich auch plüschig aussehen, ne? Sind wir ehrlich. Alles muss plüschig in HD aussehen. Alles, was plüschig ist... Plüschig. Ja, wäre wünschenswert. Also das, dann würde man Pola natürlich auch sehr viel lieber irgendwie knuddeln. Oder Pura, natürlich. Also bei Pura erwarte ich riesige Schneidezähne. Auf jeden Fall. Und also solche... Nee, Reißzähne. Reißzähne sind das. Schneidezähne. Wie bei so einem Hasen. Wie bei so einem Hase. Bei einem Hasen. Ah. What? Nee. Ist nicht passiert. Wir sind da durchgekommen. Aber das könnte ein schlechtes Omen sein. Ja, vor allem, wenn ich dann blöd bin. Hier bin ich auch schon mal reingerast. Yes, Alter. Warum habe ich denn jetzt... Woo! Ah! Yeah! Klingt eher wie Mario, ne? Naja, auch wenn ich... Wenn das eher so ein Cowboy sein sollte. Tut mir leid, Leute. Boah, ich bin wieder out of character. Ich muss hier eigentlich rumschreien wie ein Bandicoot, ja? Ah. Da war... Akku ist wohin gegangen. Ich will den Tornado-Dreher haben. Tech weg. Tech weg. Das habe ich doch schon mal... Das ist doch derselbe Name wie im... Wie im Spyro-Level, oder nicht? Ist doch so. Könnt ihr mir nicht sagen. Los! Start! Ich könnte vielleicht, die Synchronstimme in Mario Party sein, der so... Also die so... Immer alles ansagt, von wegen... ja, keine Ahnung. Start! Zum Beispiel. Ja. Wäre möglich. Sollte man mal vielleicht in Erwägung ziehen, ne? Wer weiß. Und die Gage, die muss natürlich auch nicht so hoch sein. Nur ein paar 10.000 Euro. Ja, sicher. Alter, aber der hat bestimmt auch sehr viel Spaß, der Synchronsprecher davon, ne? Oder auch von Du hast versagst. Du versagst. So. Yay! Wo ist denn unser letztes Teil? Beziehungsweise uns fehlen ja noch 3 Sachen. Also 3 Edelsteine und 2 andere Teile. Okay, Akku hat irgendwas erblickt.
Die Frage ist, wie kommen wir da hoch? Das ist der Anfang. Können wir auch hier... So ein bisschen wie in Crash 3, wisst ihr? 2. Aber hier kann man echt nichts machen. Da komme ich nicht hoch, oder nicht? Das ist wahrscheinlich nur zum Runterspringen gedacht. Dum du du dum du 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 dum dum dum. Ich würde da gern hochkommen. Oh, Crunch, ja, komm. Bei dem Spielchen machen wir mal mit. Ah, das ist jetzt bestimmt arschschwierig. Komm, Crash, das schaffst du. Du bist ein Held. Yeah. Crunch. Wir haben die Crunch-Karte, Leute. Die neuen Super Crunchies. Die Super Crunchies. Wie in so einer... Die gibt's jetzt auch im Schuhkarton, keine Ahnung. Die werden im Schuhkarton geliefert. Ist hier vielleicht irgendwas... Ich meine, irgendwas muss ja hier sein. Oh, ein Bonus zum Beispiel. Da gehen wir doch gerne rein. Zerstör alle Kisten, mal wieder. Okay, du Typ, du kannst dich mal woanders sehen. Achso. 1, 2, 3, 4, 5 und dann rüber. Ja, Nitro-Kisten sind da ein bisschen hinderlich vielleicht. Aber wir ziehen natürlich immer wieder eine neue Unterhose an, bevor wir uns dann wirklich in die Hosen machen. 2, 3, 4, 5. Ne? Was mache ich denn hier für einen Rotz? Was ziehe ich denn da für eine Nummer ab? Ich habe diese Sprünge schon 10.000 Mal gemacht, weil sie in jedem Bonus-Level irgendwie vorkommen. Dieses, du musst erstmal an eine Kiste dran springen, also gegen eine Kiste mit dem Kopf dran knallen, bevor du dann irgendwas machen kannst. Hier zum Beispiel, sowas. Ja gut, hier ist es nicht so schlimm. Aber da kommt noch sehr viel, ne? Habe ich so ein Gefühl. Ah, gut. Aber vielleicht ist hier auch die ein oder andere Nitro-Kiste platziert. Vielleicht gibt es hier die ein oder andere Nitro-Kiste. 2, 3, 4, 5. Das andere ist außer, dem ich rumspringe, geht ja hier nicht. So. Das sieht sehr gut aus. Nur da sollten wir im besten Fall nicht drauf. Achso, weil ich den Edelstein hatte, oder wie? Ihr seid wieder mal so fair zu mir. Ah, ich liebe das. 2, 3, 4, 5. 5 cm vom Ziel zu sterben, das ist schön. Macht man immer wieder gerne. So. Ah, ich hatte noch 4 Zehntel Sekunden. Sehr toll. Das sagt ja schon einige Sachen aus, ne? Wieso sage ich, dass es so viel aussagt? Das sagt gar nichts aus. Ich hätte es fast verkackt. Okay, das sagt es vielleicht aus, aber mehr nicht. Und wie erwartest du jetzt, dass ich darüber springe? Okay. So wahrscheinlich. Panzertanz. Und nicht schon wieder so ein scheiß Panzerlevel. Okay, noch ein letztes Mal. Ich meine, ich habe jetzt nicht mehr so viel Bock auf Panzer, aber ich glaube, das ist nicht mehr so ein... Es sei denn, wir starten nur links oben in der Ecke vom Level. What? Was ist das denn für eine Verarsche? Was soll das? Beim letzten Mal hier so eine Bombenstimmung, ne? Und jetzt kommen die mit solchen Neonlicht... Ja, danke schön. Oh, du bist so toll. Oh, ja, danke schön. Ah, eine schöne Massage. Mit dem Panzer. Ah, ich weiß nicht. Er hätte vielleicht nicht alles in einer Session machen sollen. Das ist vielleicht der Fehler gewesen.
Wo kommen die? Was? Ach, das war auch im letzten Level so. Kann das sein? Dass ich einfach nicht unter dem Schatten und herfliegen muss sollte. Ich hole mir trotzdem die Kiste da drüben. So, und jetzt hau ich ab. Boah, diese Roboter nerven. Schön, dass beide kaputt gehen. Dass der Radius des einen quasi auf den anderen übertragbar ist. Oh. Natürlich geht der nur 5 cm. Bis an eine Stelle, wo ich das nicht gebrauchen kann. Ich meine, ich mag eigentlich diese Levelart, nur ich glaube, ich habe davon jetzt einfach zu viel gesehen. Und ich glaube, auch im letzten Part war das... recht unglücklich. Sehr schön. War das recht unglücklich in dem Sinne, dass ich hier... Was war denn im letzten Part so unglücklich? Ja, dass uns allgemein immer wieder Kisten fehlen, das ist einfach das Problem. Und wenn wir sterben, dann können wir sowieso alles nochmal neu machen. Versteht ihr, was ich meine? Das ist... Naja, nicht so die Art von Level, die mir so gefällt. Wie viele gibt es denn hier eigentlich? 18, ja, eigentlich auch nur 18. Man kann sagen, gut, es gibt hier nur 18. Na gut. Ist Ansichtssache, ne? Davon fehlen uns nur noch 5. Ich glaube, ich bewege mich doch mal lieber ein bisschen hier hin. Boah, ich bin mir sicher, dieses Licht, das hat eine quadratische Hitbox. Oh, also das Licht wird höchstwahrscheinlich eine quadratische Hitbox haben. Ja, ja, chill. Okay, irgendwie habe ich den jetzt doch noch getroffen. Fragt nicht wie. Wir warten einfach mal. Und dann ist man immer so angespannt, weil man nicht weiß, was ist hinter der nächsten Ecke? Ist da wieder einer von den... von den Schießern hier? Von den Schießern, von den Scheißern, ne? Okay, hier ist schon mal gar nichts. Und wie kann Crash überhaupt so einen ganzen Panzer ins Weltraum ins Weltraum verfrachten? Hier waren wir da auch schon. Oh, nö. Ich würde gerne irgendwie vielleicht so um die Ecke schießen. Ah, okay, haben wir besiegt, okay. Das ist sehr schön. Boah, wo backt er sich denn da fest, bitteschön? Und wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Weiß ich nicht, wo du bist. Irgendwo im Weltraum. Ah. Ohana heißt Familie. Und Familie heißt, dass wir alle zusammenhalten. Immer zusammenhalten. Ja, nice. Schild, ey. Ich krieg immer einen halben Herzinfarkt, wenn sowas passiert. Oh, du Kacke. Ich soll da jetzt also... Okay, ich brauche eine Taktik, weil ich kann da nicht einfach durchstürmen. Ich kann nicht einfach sagen, gut, ich stürme jetzt hier durch. Genau, okay. Weil sonst würde er mich ja treffen. Kiste, Kiste, irgendwo kommt... Ah, da. Dankeschön, okay. Also der Edelstein ist uns schon mal sicher. Haben wir den Edelstein? Wo ist der Edelstein? Habe ich den Edelstein? Habe ich den Edelstein?
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Kugel den Edelstein geholt hat. Kann auch sein. Dass ich irgendwie mit der Kugel doch noch irgendwelche Items einsammeln kann. Aber komm. Boah, dankeschön. Ah, ansonsten fehlt nur noch ein Level und ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein, wieder so ein Fluglevel. Entweder so ein Fluglevel oder... Ja, so ein Fledermauslevel, genau. Okay. Wie soll ich das denn? Okay, kannst du das bitte neu starten? Oder ich versuche mal neu zu starten. Wiederholen. Wie soll ich... Oh Gott. Ich habe ja kurz gedacht, es wäre ein Rundlauf. Also quasi, dass wir wieder da rauskommen, wo wir angefangen haben. Aber das ist ja in Crash eigentlich irrsinnig. In Crash macht das keinen Sinn, weil am Ende ist ein Ziel. Fuck. Ja, man kann ja trotzdem so Spaß haben und schon mal sich hier durchballern. Sehr schön. Und wenn man hier verschiedene Taktiken ansetzt, ne, dann ist natürlich klar, hat man sehr gute Karten. Lass mich raten, ich hätte oben lang fahren müssen, nicht wahr? Shit. Also irgendwie finde ich diese Todesanimation sehr brutal. Das finde ich sehr interessant. Ja, die Todesanimation ist schon sehr brutal. Crash zerbürnt er ja praktisch. Was schon? Ist nicht so kinderfreundlich, ne? Was hat das für eine Altersfreigabe, das Spiel? Ah, bestimmt keine 4. Eine Altersfreigabe ab 4. Das habe ich bestimmt das ein oder andere Mal schon gesehen. Ciao. Du hast uns ja gerade belästigt. Während unserer Tagung. Die Tagung der Fledermaus. Wow. War sehr knapp. Die Fledermaustagung. Einmal im Jahr treffen sich alle Fledermäuse dieser Welt zu diesem spektakulären Spektakel und lassen sich irgendwo treffen, wo er eigentlich total keinen Sinn macht. Natürlich. Das ist Fledermaus-Spektakel. Oh, bitte. Nee, komm, dann bring dich auch um. Wir haben jetzt nochmal gesehen, wie Crash von der Fledermaus runterfällt. Und wir sehen jetzt nochmal, wie er nochmal von der Fledermaus runterfällt. Das sind sehr schöne Animationen. Ah, damit haben sich die Entwickler sehr viel Mühe gemacht, wie wir es hier gerade sehen. Wir demonstrieren hier nochmal schön jede einzelne Todesanimation, weil wir es einfach können. Ja, weil die Entwickler, sie müssen halt dafür auch nochmal gelobt werden an dieser Stelle. Ja, so atemberaubend. Die Entwickler haben sowas souverän gelöst. Souverän ist auch so ein Wort, das bringt man gerne in solchen Sportkommentarstücken, ne? Also, wenn man Sport gerade am Kommentieren ist. Souverän gemeistert. Gemeistert vor allem so. Ah, yes. Der ist der Vollprofi. Ciao. Und wir sehen hier wieder ein wundervolles Spiel von unserem orangenen Helden, dem Bandicoot. Okay, er war ein kleiner Fehler. Gut, also er war ein Fehler. Oh Gott, wie der verbrennt, ey. Es ist einfach so grausam. Und wieder einmal schießt er sich durch die Lüfte, versucht jede einzelne Kiste mitzunehmen, wie wir es von ihm kennen. Ob er es schaffen wird, das wissen wir heute noch nicht. Aber das werden wir im Verlauf dieses Abends schon feststellen können. Ah, kleiner Fehler von Crash. Und da oben war, und da war auch noch eine Kiste. Ja, gut, dass ich diesen, gut, dass Crash diesen Fehler gemacht hat. Aus jedem Fehler lernt man. Ja. Manchmal denkt man sich auch nur so, Alter, halt doch die Fresse. Nein! Ah, shit. Oh, scheiße, aber wir sind ein bisschen über der Zeit, ne?
Also manchmal denkt man sich ja wirklich so, Alter, halt doch einfach die Fresse, ey. Ich will hier nur mal das Sportspiel gucken und du übertreibst es einfach komplett. Je nachdem, also ich gucke ja nicht so viel Sport, aber irgendwann merkt man einfach, die Dinge wiederholen sich irgendwie. Naja. Aber solche Kommentatoren, die machen das Ganze natürlich noch spannender. Da oben war, na, da war eine Kiste. Das muss ich mir merken, dass da unten eine Kiste war. Wir machen im nächsten Part weiter, ne? Bis dahin, tschüss und bye bye.